Hallo zusammen, hier ist wieder Chillan und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht's um ein Achievement, das wir hier in den Zaralek-Höhlen erspielen können. Und zwar befinde ich mich hier gerade in der Mitte der Zaralek-Höhlen bei dem Event Forscher unter Feuer, Untersuchung der Zerquili-Ruinen. Und da haben wir uns ein schönes Achievement rausgesucht, das ist einmal unter Kunden und dann Dracheninseln. Und hier haben wir den Erfolg, die kleinen Störenquellen. Dafür müssen wir Folgendes machen, tretet auf 200 Magma-Klauen-Schnapper während des Ereignisses Forscher unter Feuer, Untersuchung der Zerquili-Ruinen. Wie kriegen wir das Ereignis her? Naja, es ist so, dass wir quasi seit der zweiten Woche von Patch 10.1 hier in der Mitte dieses Event haben. Und da gibt es insgesamt zwei verschiedene. Es gibt einmal Forschung unter Feuer, Untersuchung der Zerquili-Ruinen, das ist das, was wir jetzt haben. Und dann gibt es noch das andere, das heißt Titanenabriegelung, also auch Forschung unter Feuer und dann Titanenabriegelung. Die sollen sich abwechseln, sprich eine Woche ist das Ruinen-Event, die andere Woche ist das Titan-Event. Für das Achievement braucht ihr das Ruinen-Event und dann ist es so, dass ihr jede Stunde dieses Event abhabt und das beginnt immer zu vollen halben Stunde. Heißt zu, zum Beispiel jetzt hier 0.30 Uhr, 1.30 Uhr, 2.30 Uhr und so weiter. Und jetzt müssen wir hier diese kleinen Krabben kaputt laufen für dieses Achievement. Kleine Randinformation, das ganze Ereignis ist in verschiedene Stufen eingeteilt, würde ich jetzt mal sagen. Und ihr seht, ich bin gerade bei Forscherziel 5 von 12 und dort kommen halt diese kleinen Krabben. Wichtige kleine Randinformation auch noch an der Stelle, ihr müsst einfach nur drüber laufen und es zählt auch, wenn andere Spieler in eure Gruppe drüber laufen. Heißt, dieses Achievement könnt ihr sehr leicht abschließen, wenn ihr einfach in eine Raid-Gruppe geht. Ihr seht, ich bin auch gerade in einer Raid-Gruppe, da einfach Forscher unter Feuer suchen oder Researcher under Fire im Englischen, da findet ihr wahrscheinlich eher eine Gruppe. In die Gruppe reingehen, das Event mitspielen und dann habt ihr das in Sekunden fertig, weil mit 40 Leuten ist man schnell über diese 200 kleinen Krabben drüber gelaufen. Ja, mehr ist es eigentlich nicht. Heißt, ihr müsst die richtige Woche erwischen, dann eine Gruppe suchen und dann ist das eigentlich eine relativ schnelle Sache, wenn das Event hier in den Zerquili-Ruinen ab ist. Gut, das war's eigentlich mit dem kleinen Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.